Hey Leute, heute wieder am Rhein unterwegs zum Goldwaschen. Ja, bin gerade mit meinem Fahrrad angekommen, Hänger, alles dabei. Ja, Wasser ist schon wieder ein bisschen gestiegen. Wir sind wieder an der Stelle, wo wir früher mal gewaschen haben. Mal schauen, was hier so liegen geblieben ist. Wir wollten mal ein bisschen mehr Glück haben als wir beim letzten Mal. Few moments later. Den Highbank habe ich schon aufgestellt. Ja, hab auch zwei neue Matten drin vom Goldsachs. Die 3D-Druckmatten. Einmal eine grüne und eine schwarze. Hab die Rinne jetzt mal 2 Minuten laufen lassen. Schon mal 2, 3 Schaufeln reingeschmissen. Jetzt ist mir gerade das Wasser ausgegangen, weil die Schiffe hier langfahren und so viel Wasser weggezogen haben. Aber nicht schlimm. Warten wir kurz. Und dann geht es weiter. Im unteren Bereich haben wir ein bisschen mehr Miners Moss reingepackt. Ja. Und dann mal schauen, was wir heute so fangen. An der neuen Stelle. Oder eher gesagt an der alten Stelle. Ja, bin ich mal gespannt. Von Goldsachs, die sind gar nicht so schlecht, da tanzt das Material ordentlich drin, viel schwarzes Material ist auch schon drin, obwohl ich die Magneten drin habe. Ich habe jetzt ein paar Minütchen geschaufelt, mal schauen, was sich gleich so drin so verbirgt in der Ecke hier. Sollte sich hier nichts drin befinden, werde ich ein paar Meter weiter gehen, aber ich meine, an der Stelle war es eigentlich immer gut. Warum auch nicht heute? Ja, die Matten habe ich mir auf eine Aluplatte geklebt. Zeige ich euch später nochmal. Die habe ich mir auf eine Aluplatte geklebt. Hinten die grüne. Dazwischen nochmal ein Stück Feinriefenmatte. Und dann die schwarze. Ich habe mal eine in schwarz, eine in grün bestellt. Mal schauen. Wusste nicht, welche ich nehmen sollte. Konnte mich nicht entscheiden. Ja. Dann werde ich mal ein bisschen weiter waschen und lasse euch noch ein bisschen zugucken. Viel Spaß! Komplett voll. Kann ich jede zweite Schaufel muss ich die Dinger leer machen. Da sind die voll.
gefühlt jede zweite Schaufel. Kann auch jede fünfte sein. Mal gucken. Riffeln. Ziemlich voll. Wie gesagt, hinten habe ich eine grüne Matte. Vorne eine schwarze von Goldsachs. Und dann halt meine selbst gebastelte Matte. Und ungefähr 60, 70 cm meines Moss. Habe ich hinten auch nochmal ein Stück drin. Ja. Also meines Moss hat sich am Rhein eigentlich immer bewährt. Weil, wie gesagt, das Gold am Rhein ist sehr, sehr fein hier. Gerade hier unten bei Duisburg. Da ist es extrem fein. Aber bis jetzt haben wir immer was gefunden. Und wir werden auch diesmal was finden. Schauen wir mal gleich, was drin ist. Bleibt einfach dran und lasst euch überraschen. Ja, ich habe jetzt mal einen kleinen Cleanout gemacht. Wie ihr seht, die Rinne ist sauber. Ich war ganz überrascht. Ich habe jeden Bereich einzeln gewaschen. Und ja, ich muss sagen, die 3D-Druckmatten von Goldsachs, die fangen auch sehr feines Gold. Also war ich sehr überrascht, was in den Matten von dem bisschen Schaufeln an feinem Gold drin war. Ja, aber wie gesagt, da zeige ich euch jetzt nicht. Da zeige ich euch erst am Ende des Videos. Da könnt ihr dann sehen, was das Ergebnis von dem Tag war. Aber wie gesagt, ich war sehr überrascht, auch was in meiner Smuss drin war. Also für das bisschen Schaufeln, für das bisschen, was da liegt, war da schon echt ordentlich was drin. Also, ihr könnt gespannt sein. Der kleine Haufen. Oberbereich war schon schön was drin. Im unteren Bereich war auch ein bisschen was. Hab soweit alles aufgepackt, die Rinne ausgewaschen. Video fällt heute etwas kürzer aus, da so viele Leute zum Zuschauen dabei waren. Und die Leute wollten nicht in YouTube erscheinen. Also musste ich zwischendurch das Handy auslassen. Naja, nichtsdestotrotz haben wir ungefähr 3,5 Stunden gewaschen. Und ja, Gold habe ich auch schon das ein oder andere Flitterchen in der Rinne gesehen. Und der Eimer ist bis zum Drittel gefüllt. Jetzt gleich geht's in die Garage. Die Schürfstelle, Loch haben wir auch schon wieder zugemacht, alles zugebuddelt, so wie es sich gehört, alles wieder zurück ins Loch geschoben, damit man nicht sieht, dass wir hier waren. Gut, also nehmt euch Beispiele, dazu gehört sich das. Am Ende alles wieder zuschaufeln, nicht nur große Löcher machen und dann abhauen, nein, alles wieder zuschaufeln am Ende. Also, lasst euch überraschen, was gleich drin ist in der Pfanne. 3 hours later. Ja, Leute, das war dann alles in der Feinwaschrinne, als ich in der Garage war und ausgewaschen habe. Und ja, das Ergebnis kann sich eigentlich ganz gut sehen lassen. Also wie gesagt, das war die Stelle, wo ich früher schon mal schürfen war. Die anderen Stellen vorher waren Stellen, die ich mal ausprobieren wollte. Aber wie gesagt, an der Stelle, wo ich früher mal geschürft habe, wo ich dieses Mal dann auch war, war das Ergebnis besser als wie bei den anderen beiden Stellen. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein und lasst euch überraschen, was dann rauskommt. Viel Spaß!